So, liebe YouTuber, liebe Minecrafter, liebe Abonnenten, hier ist wieder NetPilgrim mit der nächsten Folge zu Block Network. Und es gibt so viel zu tun. Und ich fange damit an, diese Truhe aufzubessern. Ja, ich weiß, ich Gold. Und schaue mir, wie diese komische Kristalltruhe geht. Moment, haben wir Glas, haben wir Glas, haben wir Glas, haben wir Glas, haben wir Glas. Wir haben 7 Glas. 7 Glas. 7 Glas. Reicht 7 Glas? Ich glaube, 7 Glas reicht nicht. Ja? Macht nichts. Macht ja nichts. So, weil ich möchte ein bisschen mit dem Minimumstone herumspielen. Das finde ich toll. So, erstmal Kristall. Kristall. Nein, dann eben Diamond. Diamond Chest. Dark Diamond Ore. Fancy Diamond Ring. Was? Was? Es gibt eine Diamant. Ne, geil. Nee, ist das herrlich. Boah, wie geil. Und hier mal ein Half-Slappen. Fancy Diamond Creek. Quite expensive. False Diamond. False Diamond? Ja, auf. Ja, auf. Kann ich nicht einklicken. Oh, cool. Diamond Shard. Exploded Diamond Block. Ja, genau. Diamond to Crystal Chest Upgrade. Gold to Diamond Chest Upgrade. Diamant. Gold, Diamant. Ah, man spart sich, wenn man die Truhe abbaut, ein Gold. Okay. Spannend. Also man braucht 2 Diamanten und 1, 2, 3, 4, 5, 6 Glas. Und... Crystal. Ah, da. Crystal Chest. Ja, genau. Krass. Okay, das heißt... Nein, so war das nicht gemeint. Das heißt, 2 Diamanten brauchen wir. 2 Diamanten brauchen wir. Okidoki. 2 Diamanten brauchen wir. Dann machen wir doch 2 Diamanten. Dazu nehmen wir die Craft, den Crafting Table. Und jetzt probieren wir das erstmal hier mit dem. Hey! Schweinerei. Okay. Geht auch so. So, geht auch so. So, einen lassen wir da. Den Rest melden wir. Brauchen wir kein Medium Stone für, ne? Aber brauchen wir für die Diamanten. So, ne? Mal ein bisschen mehr Gold. So, Gold. Oh, spannend. So. Oh. Das ist teuer. Cool. Ah ja. Ja, ja. Und wie viel Diamanten? Gold, wie viele Diamanten? Ja. Bam! Boah, der verbraucht ja fast gar nichts an Durability dafür, ey. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja genialst. Okay, dann bauen wir mal hier die Truhe ab. So, ich will die Truhe. Moment, ich muss mich so ein bisschen hochstellen. So. Und dann... Da ist sie. So. Dann kommt die Truhe hier hinein. Dann machen wir eine Diamantstruhe draus. Yay. Yay. Oh, ich bin schon ganz gespannt. Oh, ja. Oh, komm her. Komm zu mir. Oh, ja. Erstmal die Diamantruhe kurz austesten. Wow! Hammermäßig. Es entspricht natürlich nicht der Logik der Physik, dass ein Verhältnis größer wird, nur weil man das Material, aus dem er ist, verändert. Aber gut. Minecraft. Ja? Minecraft eben. Oh. Okay. Ist es jetzt größer als Diamant? Ich glaube nicht. So, zack, 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 zack,
Zack, zack. Das Feld ist so riesig. Das ist echt Wahnsinn. Das ist so riesig. So riesig. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Wahnsinn, wie riesig das ist. Das ist echt, echt der helle Wahnsinn. Der helle Wahnsinn. Oh! WTF? Nein. Cool. Stylisch. Sehr stylisch. Und kann ich entscheiden, welche da jetzt displayed werden? Das ist irgendwie... Ist es randommäßig? Wahrscheinlich ist es randommäßig. Ja, es ist random. Okay. Ne. Cool. 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 Okay, Truhe. Geil. Geilomatico. Riesentruhe. Mit viel Platz. Viel Platz. Okay, das war das eine, was zu tun ist. Dann werde ich natürlich irgendwann da oben ausleuchten müssen. Dafür brauche ich einen Rucki-Sacki. Ja, ein Jetty-Packy. Und... Feld. Feld reparieren. Feld reparieren. Ich muss mein Feld reparieren. Denn ohne Weizen kann ich keine Kühe machen. Ohne Weizen keine Kühe. Ohne Weizen keine Kühe. Habe ich denn keine Bretter mehr? Ich habe noch ein Brett. Da ist noch ein Brett. Wow! Kommt das denn jetzt schon wieder her? Ey. Das ist allmählich schon ein bisschen nervig. Ja, 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 ja. Ja. Lieb jetzt. Lieb sein. So. Okay, irgendwo habe ich doch bestimmt Holz liegen. Holz, 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 Holz. Hm, kein Holz. Da sind ja nur Erze drin. Na dann, aufgesellen frisch ans Werk. So. Da haben wir na, Käse. Hey, wo ist das ganze Holz denn jetzt hin? Wo ist das Holz? Ich hab doch eben die Bäume gefällt. Wo ist das Holz hin? Was soll das? Ihr habt das gesehen, oder? Ihr habt gesehen, wie ich die Bäume gefällt habe. Und das ist kein Holz da. Warum ist kein Holz da, obwohl ich die Bäume gefällt habe? Was ist hier los? Moment. Es kommt Holz raus. Ich sammle Holz ein. Es ist kein Holz da. Jetzt bin ich verwirrt. Sehr verwirrt. Einen Moment bitte. Kein Holz. Das ist ja komisch. Warum? 17? 18? Ich kann aus irgendwelchen Gründen kein Holz einsammeln. Ah, Moment, 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 Moment. Das landet automatisch in dem Rucksack. Wie geil ist das denn? Das landet da automatisch drin. Woo! Das ist ja genialst. Wow. Ja, guck mal, der Kupferbusch passt in den Rucksack. Das ist ja süß. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Das ist ja hammermäßig geil. Das ist ja so geil, dass mir da gar nichts mehr zu einfällt. Das ist ja genial. Ist ja geil. Cool. Hammer. Krass. Fett. Boing. Ey, der Baum wächst doch bestimmt nicht da aus dem Weg heraus. Leute, 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 das muss man schon schön machen. So, viel besser. Na, also. So. Und wir brauchen Licht da oben. Und hier muss Licht, längeres Projekt. Aber da brauche ich am besten Jetpack, da kann man nämlich schön hochfliegen. Aber jetzt habe ich erstmal Holz, muss ein neues Feld anlegen, damit ich meine Kühe füttern kann. Damit meine Kühe sich schön vermehren. Damit ich viel Leder haben kann.
Wobei, genau. Längerfristig muss ich mir natürlich eine Portal Gun holen. Und mir irgendwo einen Spawner herholen. So. So, machen wir erstmal hier so. So. Irgendwie so, ne? So. So. Dann sehen wir aus. Da muss ich erst hier rechts klicken, so. Zack. Und kann ich das auch direkt hier so reinlegen, so irgendwie? Nein, geht nicht, okay. Aber ich kann ihn hier ausspucken, kotzen und einsammeln. Geil. Echt geil. Fantastisch. Ich bin so begeistert. Ich kann meine Begeisterung nicht mehr ausdrücken. Das ist Wahnsinn. So, wir brauchen noch mehr. Wir brauchen noch mehr. Ah, nee, doch, so war das doch nicht gemeint. Meine Güte. Wir brauchen noch mehr Samen, nicht noch mehr anderes Gedöns. So. Ja, toll. Mehr Samen. So. Und drauf mit den Samen. Schick. Und hier? Hier nicht, oder wie? Was soll das? Natürlich brauchen wir auch hier Samen. So. Da brauchen wir auch Samen. So, Samen drauf. Schick. Wachse. Okay. Nächstes Projekt. Das wollte ich nämlich noch mal schauen, weil ich habe mir schon mal die Schwerter angeschaut. Schauen wir uns jetzt mal die Pistolen an. Yay. Wow. Das sind viele. Portal Gun, Atlas Portal Gun, Peabody's Portal Gun, Bacon Potato Gun, Potato Operating System, Portal Gun, Potato Gun, Atlas. Ah, okay, man kann Bacon? Okay. Faszinierend. Okay. Bacon, Potato, Single Colored, okay, Default Portal Gun, krass, was haben wir hier, normale Portal Gun, genau, das wissen wir ja schon, Gravity Gun, Supercharged, okay, war auch so ein Teil, Gravity Gun, Moment, Gravity Gun, Enderperle, Glowstone, Obsidian, Eisen, Diamanten. Moment. Wir brauchten doch für die normale Portal Gun brauchen wir dieses Mini und dafür wollen wir Neverstar. Und für eine Gravity Gun. Eine Supercharge Gun, brauchen wir noch was. Aber für eine Gravity Gun brauchen wir nur Glowstone? Ich meine, nur Glowstone? Hallo, wofür zur Hölle haben wir uns Kühe geholt? Ach nee, genau, ich kann mir ja eh keinen. Ich brauche ja das Invar. Vor dem Invar kann ich eh kein Zombie-Fleisch zu irgendwas machen. Gut. Ich habe mir die Kühe nicht umsonst geholt. Puh, ich habe schon gedacht. Aber, das ist ein tolles Projekt. Ab in den Nether. Okay, erstmal ausladen. Alles erstmal ausladen. So, raus. Ist voll. So. Raus. So. Und der raus. So, dann. Schwert. Hacke. Rüstung. Ja. Bogen. Pfeile. Ja. Pfeile. Ja. Pfeile. Bogen. Wo ist mein Bogen? Keine Ahnung, wo mein Bogen ist. Trackman's Backpack. Adventurer's Backpack. Ich nehme mal die Backpacks mit. Irgendwas nutzen die vielleicht? Kann ich die irgendwie so ausleeren? Nee. Das heißt, ich muss irgendwie... Oh. Wo ist jetzt der Holz-Backpack? Warum geht denn die... Ah, da. Da. Den kann ich... Ah, genau. Den kann ich ausleeren. So. Dann da rein. Praktisch. Backpacks. Aber ich glaube, den brauche ich nicht im Nether.
Was wollen wir denn im Nether? Brauchen wir keinen Bogen? Brauchen Bogen im Nether? Naja gut, streng genommen nicht. Ja, gut. Prima. Dann gehen wir einfach mal in den Nether und schauen, was passiert. Und zur Not hauen wir wieder ab. Das ist cool. Wir könnten uns einen Linking-Book machen und dann in den Nether reinlinken. Okay, ich höre wieder ein Skelly. Ich höre es. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es hin? Keine Ahnung. So, dann, dafür bräuchten wir aber Leder. Wir haben kein Leder und ich möchte keine Kühe schlachten, solange wir so wenig haben. Also gehen wir erstmal gucken. Wir brauchen Glowstone. Und vielleicht gibt es dieses Invar-Erz auch im Nether. You never know. Also auf geht's. Hunis nehmen wir lieber nicht in den Nether. Das kann böse ausgehen. Lock City. Ach ja, genau. Wir müssen hier Namensvorschläge machen. Namensvorschläge für die Stadt 4. Starten wir für die beste Stadt im ganzen Umfeld. Bitte hier Vorschläge. Yeah, genau. Best washed. Keine Ahnung. Was? Best washed und keine Ahnung? Das ist alles, Leute? Das ist alles? Oh Gott. Ach, da ist das Skelett. Lustig. Ja, ja, ist gut. Bleib ruhig im Wasser. So, was könnte man denn an schönen Namen machen? Wir haben doch hier so eine Beachstadt, oder? Wir haben doch hier eine schöne Beachstadt, ne? So mit strandmäßig so. Wie wär's denn mit Costa Crafter? Zum Beispiel. Oder Mein Playa. Ach, herrlich. Schön. Mir fallen bestimmt noch mehr Sachen ein. So, legen wir mal rein. Und in Block City, da steht das Nether-Portal. Das benutzen wir mal. Yay! Zombie-Pigman. Okay. Dunkel. Es gibt Kraft im Nether. Hä? Kuh? Ach, wie geil. Die Koordinaten sind entsprechend. Das ist ja faszinierend. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, was ist das Cooles? Tainted Soil. Netherrack. Spannend. Au. Oh, ich habe nichts zu essen dabei. Das ist jetzt eher schlecht. Okay, ich brauche Glowstone. Glowstone, Glowstone, Glowstone. Glowstone. Okay, ich brauche mal ein paar Sachen zum Stacken. Da ist Netherrack ja meistens ganz gut geeignet für. So, weil der so schön schnell abbaubar ist. Zack, 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 zack. Ah, da haben wir doch was. Was denn das? Adit-Ohr. Dass man nur mit Diamant abbauen kann. Na toll. Da tust du ja echt gar nichts. Lol. Okay. Dann mache ich jetzt auf die Tube und sprinte nach Hause. Mach mir dir schnell eine Diamantspitzhacke mit meinem Minimumstein. Und bin gleich wieder da. So, ihr habt gesehen, es gab unterwegs ein paar klitzekleine Problemchen. Mein Minecraft ist abgestürzt, als ich in den Computer gehen wollte. So, rechnen wir mal durch, ob wir auf 3 Diamanten kommen. 3 Diamanten brauchen jeweils 4 Gold, also 12. 12 Gold. Ein Gold braucht jeweils. Oh Gott, nein, das schaffen wir nicht. Das ist aber gar nicht doof. Das ist ja gar nicht schön. Dann geht das ja gar nicht. Warum haben wir nur diese Truhe gemacht? Oh nein! Warum nur? Naja, gut. Dann halt nicht. Dann eben
Brauchen wir aber trotzdem noch Glowstone, dann nehmen wir uns wenigstens was zu essen mit. Wenigstens was zu essen nehmen wir mit. Also hier. Brot! Brot für die Not. Minimumstein? Nee, lieber nicht. Der ist zu wertvoll. Also rasen wieder zurück. Der Rasenreporter. Der rasende Miner. So. Und suchen Glowstone. Oh, es tut mir so leid. Nein, tut's mir nicht. Wow. Oh, was ist das denn? Oh, das muss ich mir auch anschauen. Oh, so viel Neues zu entdecken. So viel Neues zu entdecken. So viel Neues zu entdecken. Moment, 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 Moment. Minus. Nee, Quatsch. Minus. Portal. Nether Portal. N. Portal. So, Endportal. Natürlich in Lilla. Ja, da, so. Und das möchte ich bitte nur im Nether sehen. Danke. So, und dann muss ich hier irgendwie mich hier... Da. Da geht's doch schon mal runter. Was ist das denn? Oh, oh. Oh, oh, nicht, wenn ich hier drauf bin. Nicht, wenn ich hier drauf bin. Nicht, wenn ich hier drauf bin. Oh, oh. Oh, oh. Weg, 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 weg. Weg, du Gast. Ah, ich sehe ihn auf der Karte. Das ist wahrscheinlich das Fragezeichen. Ah! Ah, da. Da ist er auf der Karte zu sehen. So. Das war Schussweite. So, dann kann ich hier, ja, genau, hier geht's runter. Ah, Quarz. Quarz kann man schon mal holen. Da können wir nämlich, falls wir irgendwie Comparator oder so brauchen, ja, machen wir schon mal ein bisschen Quarz. Kann nicht schaden. Ich hätte mir echt Fackeln mitnehmen sollen. Ich hätte nicht gedacht, dass es im Nether so dunkel ist. Das ist mir völlig neu, dass es im Nether so dunkel ist. Das kenne ich gar nicht. Das kenne ich nicht. So. Okay, ich habe... Ah, da ist Glowstone. Da ist Glowstone. Da ist Glowstone. Da ist Kraft. Oh, der ist aber hoch. Hm, das mag ich aber gar nicht, wenn das so hoch ist. Dann kann mich ja der Gast ganz einfach erwischen, wenn er da um die Ecke kommt. Das mag ich nicht. Holen wir uns bei der Gelegenheit mal die Kraft. Power Ore. Kann man immer mal gebrauchen, ne? So, Kraft. 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 So, bisschen Kraft. Schick. So, dann müssen wir uns hier runterhangeln. Am besten hier so. Genau. Yeah. Haben wir zwar keinen Silk Touch, aber macht nichts. Man kann hier wieder zusammensetzen, den Glowstone. Ja. Oh, was ist das da hinten? Grüne Pilze. Oh. Leuchtende Pilze. Leuchtende Pilze. Wie geil ist das denn? Heat Sand. Heißer Sand. Okay. Tut es weh? Nein, tut nicht weh. Wooden... Wooden Water... Cobblestone Waterproof Pipe. Wooden Waterproof Pipe. Pump. Pump. Okay, die pumpt. Das bleibt dann so... Aha. You could have lost your hand. Lol. Ah ja. Spannend. Es scheint nicht zu funktionieren irgendwie. Warum auch immer. Was hier alles gibt, was hier alles gibt. So, jetzt muss ich mal den Glowstone da oben holen. Das ist ja nur einer. Da hinten waren mehr. Da hinten war mehr. Aber so ähnlich habe ich mir das vorgestellt. Scheinbar funktioniert das tatsächlich mit Lava in der... Spinne? Wow! 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 Riesenspinne! Oh mein Gott! Adrenalin! Mein Herz! Mein Herz! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Glowstone da oben! Oh mein Gott! 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 Ha! Oh. Ha! Oh. Riesenspinne! Riesenspinne! Nicht schön! Mag keine Riesenspinnen. Mag keine Riesenspinnen. Nein, nein, nein. Machen wir hier mal Feuer aus, damit es, wenn es runterfällt.
Alter Schwede. Oh, ich glaube, da hinten, der ist zugänglich, ja? Was ist denn das? WTF! Oh, Kraft. Cool. Wow. Was ist da drin? Ah, das ist noch so ein Tesseract. Energy Tesseract. Liquid Tesseract. Okay. Chunk Loader. Spannend. Irgendwie müsste man die Regeln überarbeiten, weil wenn im Nether irgendwer hier Gebäude baut, möchte er, dass die erhalten bleiben. Oh, was ist das? Netherrack? Tainted Soil. Okay. Spannend. Und der Glowstone da oben? Gehört der dem jetzt oder nicht? Hm. Was ist das? Hilfe! Hier fließt ja die Lava. Das sieht tatsächlich aus, als hätte da einer hier Lava abgepumpt. Spannend. Was ist das? Oh, das sieht ja Hammer aus. Wow. Krasses Bild. Aber scheinbar kann man echt auf diese Weise Lava abpumpen. Das heißt, wenn ich mir... Huch! Das ist ja... Komm hier rein. Spannend, spannend. Okay, dann gehen wir wieder hoch. Nein, immer nur einer. Okay, dann hier. Krass. Also funktioniert. Das kann man tatsächlich, kann man sich irgendwie Lava abpumpen und damit für Energie sorgen. Das muss noch nicht mal im Nether sein. Da kann man sich natürlich über Mistcraft eine eigene kleine schöne Lava-Welt machen. Ist das ein Portal oder so? Keine Ahnung. Egal, wir brauchen Glowstone, dafür sind wir hier. Und hier steht kein Schild dran, dass der Glowstone jemand gehört. Ne? Also würde ich sagen, rein theoretisch per Regel ist dieser Glowstone jetzt mir. Wenn nicht, soll dich jemand mit Besitzansprüchen bitte melden. So. Sehr schick. Oh, was ist das? Da ist ein Erz. Da ist ein Erz. Da ist ein Erz. Ich will wissen, was das ist. Da war irgendwo ein Erz. Ich habe es genau gesehen. Da hinten. Da hinten. Ich krieg's nicht gesagt. Wie gemein ist das denn? Wie gemein ist das denn? Ich krieg das nicht gesagt. Was soll das denn? Was soll denn das? Das ist ja unerhört. Da, 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 also. Da, das geht ja nicht. Da müssen wir hin. Und schauen, was es ist. Hier ist es so dunkel. Ich sehe nichts. Ah, da. Da ist es. Okay. Dann bin ich nach da. Zack, zack. Zack, zack. Da ist es. Kobalt. Und dafür brauchen wir Diamant. Na toll. Na toll. Egal, wir haben Glowstone. Deswegen waren wir da. So. 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 Runter. Zack, 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 zack. Schick. Und zurück. Wow! Nicht hier! Doch nicht hier! Schmeißt du! Runter, 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 runter! 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 Weg! Weg! Du Riesenspinne! Weg! Weg! Meine Fresse! Oh! Oh! Hilfe! Hilfe! Was ist das? Netherrack. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, mein Herz! Mein Herz! Das bleibt stehen! Oh mein Gott! So, jetzt müssen wir zu dem Lilanen. Jetzt müssen wir zu dem Lilanen, also in Richtung Lila. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hier laufen Riesenspinnen rum. Was ist denn das? Ein Baum! Pilze! Ein Baum! Cool! Darkwood! Das ist ja geil. Baum. Cool. Oh, noch mehr Glowstone. Wollen wir es sehen? Ja, komm. Wenn wir schon mal da sind. Der ist so leicht zugänglich. So leicht zugänglich. Oh, ist das geil. Das ist ja Hammer. Oh, meine Pick ist gleich kaputt. Das ist nicht so geil.
Anister Nether trifft dann sowieso zu Ende. Gut, dann können wir sie nicht damit vergeuden, hier blöden Netherrack weiter abzubauen. Wow, aber ich muss noch die Pilze. Die Pilze muss ich mir noch anschauen. Also das muss sein. So, sind jetzt hier irgendwo Setzlinge gefallen? Oh, ah, ah, erschreck mich doch nicht so. Kommt da Setzlinge raus? Setzlinge? Ja, ich habe einen Darkwood-Setzling. Okay, mit dem bin ich jetzt vorsichtiger, weil ich habe ja schon gelernt, dass man irgendwie die Sachen nicht überall setzen kann. Der Eukalyptus geht ja irgendwie auch ein. Unter den falschen Bedingungen. Und da hinten diesen Pilz. Was ist denn das? Purple Glue Shroom. Geil. Ein Glue Shroom. Kein Mushroom, sondern ein Glue Shroom. Na toll. Jetzt ist noch meine Axt kaputt. Na, ich habe mir ein paar von denen. Schauen wir nochmal die grünen an. Das ist Green Glue Shroom. Ne, die habe ich schon. Okay. Ja, geil. Jetzt war noch die Aufnahme kaputt. Juhu. Ihr habt nur noch den Thron. Yay. Also in diesem Sinne würde ich sagen, brechen wir das Ganze mal ab. Ich habe alles kaputt gemacht. Pickaxe, Axt, Aufnahme. Dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge, wenn ich wieder zu Hause bin. Bis dann. Tschüss.